Nebenschiedsrichter Claudio Circhetta, Sven Hotz, der FCZ-Präsident, der seinen Spielern noch einmal alles Gute wünscht für das letzte Spiel unter seiner 20-jährigen Ägide. Captain Blerim Gemaili links im Bild, dann das Schiedsrichter-Trio mit Claudio Circhetta, Antonio Fernandez und Davis Dettamanti und rechts daneben der Captain des FC Sion, Alain Gaspot. Und das ist die Mannschaftsaufstellung des FC Zürich. Also die beiden Angeschlagenen konnten nicht gesund gepflegt werden, Steve von Bergen und Alphonse. Deshalb die Abwehr, die Vierabwehrkette von links mit Rocha, Tihinen, dem jungen Barmettler und Steil. Dann das Mittelfeld mit dem gewohnten Bild mit den beiden Nationalspielern Margera, Gemaili, dazu Inler und Cesar. Und vorne die beiden Brasilianer Ödis und Raphael. Und das ist der FC Sion, der auf den gesperrten Chedli verzichten muss. Ahoya mit der Nummer 19 nimmt seine Position im defensiven Mittelfeld neben Gelson ein. Einzige Sturmspitze der Österreicher Gulic. Die offensive Dreimann-Mittelfeld-Variante mit Regazzoni, Carlitos. Und neu anstelle von Röse heute Saburio. Und im Tor beim FC Sion natürlich Vailatti. Das ging alles ein bisschen schnell. In der Abwehr finden wir dann noch Sarni Mijadinovski als weitere noch nicht erwähnte Spieler. Dazu auch noch Kali. Neben dem Captain Gaspo Köbi-Kuhn, weil natürlich unter den Gratulanten und vor allem Zuschauern dieses Spitzenkampfes, der jetzt begonnen hat. Erster Foulpfiff von Schiedsrichter Circhetta. Das Hartumstadion leider nicht ganz ausverkauft. Es herrscht hier wirklich ein Hundewetter. Wobei die Hundesportler wohl sagen werden, wir möchten auch lieber Sonnenschein. Aber sie wissen schon, was ich meine. Es hat geregnet bis kurz vor dem Spiel. Es ist nass, kalt und das Spiel wird natürlich am Fernsehen übertragen. Gemaili mit einem Querpass, der nicht ankommt. Saburio, der Mann von Costa Rica mit der Nummer 9, erhält heute wieder einmal das Vertrauen. Die Trainer hatten ja in schneller Folge gewechselt beim FC Sion. Heute ist das ja Pierre-Albert Chapuisat. Beim 2:2 im ersten Aufeinandertreffen in diesem Jahr war noch Nestor Clausen der Trainer des FC Sion. Die Zürcher mit Außenverteidiger Stahel. Erwischt zwar den Ball noch, kann ihn nicht kontrollieren, holt aber durch seinen Einsatz immerhin einen Einwurf heraus. Ödis. Ball war draußen, Einwurf für den FC Sion, den Cup-Sieger des vergangenen Jahres, der hier also gegen den Meister des vergangenen Jahres antritt, währenddem die Mannschaft des FC Zürich plus minus die gleiche ist, die den Meistertitel erobert hat, hat es beim FC Sion doch einige Änderungen gegeben von der heutigen Startaufstellung. Es sind noch 5 Spieler dabei, die im Cup-Finale standen. Tihinen mit Gesichtsmaske hat er das Nasenbein gebrochen. Der Abwehrstratege des FC Zürich mit der Nummer 30. Gute Intervention von Inler. Raphael wollte wohl schießen. Der Schuss etwas missglückt, hätte sozusagen als Zweitvariante noch eventuell als Vorlage dienen können.
Das ist der Mann mit der Maske, der Finne Hannu Tihinen, genannt der Eiserne Berg. Kam von Anderlecht, wo er 4 Saisons spielte, in Belgien zum FC Zürich. Ist unterdessen 30 Jahre alt. Nationalspieler Regazzoni. 2 Länderspiele bisher für die Schweiz. Sarni. Der FC Zürich aggressiv, auch offensiv. Die Deckungsarbeit beginnt im Sturm. Der FC Sion kann sich nicht entfalten und kommt kaum kontrolliert über die Mittellinie. Die weiße Wand wartet früh. Und dann Raphael. Bleibt hängen gegen 3 Mann. Gelson, der Junioreninternationale, jetzt wieder am Ball. Hat sich den Ball erobert und verteilt hinaus auf Carlitos. Foulspiel von Stefan Sarni, der als Mann fürs Grobe gilt in der Sion-Abwehr. Ein Walliser, gleichzeitig aber italienischer Staatsbürger. Oh, Missverständnis. Gerade noch mal gut gegangen. Nein, doch nicht. Der Linienrichter hat angezeigt, Einwurf für Sion. Mit Brille, das ist Pierre-Albert Chapuisat. Heute Morgen zum 6. Mal Großvater geworden. Stefan Chapuisat, sein Sohn, ist zum 3. Mal Vater geworden. Es wurde wieder ein Mädchen, wie schon die ersten 2. Und für Großvater Chapuisat gilt zum 6. Mal Großvater eines Mädchens. Also die beiden vielfachen Schweizer Fußballnationalspieler, die sorgen für Nachwuchs, aber nur für die Frauennationalmannschaft. Inler konnte sich durchsetzen, dann aber wieder Endstation Sarni. Viele Ballverluste, nicht unbedingt wegen Fehlpässen, sondern weil beide Mannschaften mit vollem Einsatz angetreten sind, Störarbeit leisten. Keiner hat den Ball lange ruhig am Fuß. Es wird dauernd gestört, reglementskonform und manchmal auch darüber hinaus. Margera wurde hier gebremst. Von ihm gab es einen Zeitungsartikel heute in der Westschweiz. Sein Vater soll sich so geäußert haben, dass Margera in der Winterpause in die Bundesliga wechselt. Margera selbst hat dann das allerdings umgehend dementiert. Da ist er wieder am Ball. Margera, schönes Spiel verteilen auf Raphael und dann erwischt er seinen Mitspieler im Rücken. Lucien Favre, der Meistertrainer, stand manchmal, vergessen wir das nicht, kurz vor dem Rauswurf. Sven Hotz hat an ihm festgehalten, auch gegen innere, klubinnere Opposition. Und das hat sich ausbezahlt. Das war vielleicht sogar der Meisterstreich in der 20-jährigen Karriere des Sven Hotz. Blerin Cemaili, auch er, Neonationalspieler, hat es auf 4 Länderspiele gebracht. Auch von ihm befürchtet man in FCZ-Kreisen, dass er im Winter zu einem Großklub wechseln wird. Zu einem Club eines der großen Fußballländer. Mehr
Genaueres ist aber auch hier nicht bekannt. Es sind wohl mehr Befürchtungen als konkrete Angebote im Moment. Schöner weiter Pass in Richtung von Rafael. Der wurde aber von Mladenovský gut abgeschirmt. Ödis hier im Bild. Ödi Silva heißt er eigentlich mit bürgerlichem Namen, hat daraus seinen Künstlernamen gewerkelt. Vorname plus erster Name des Geschlechtsnamens. Gleich Ödis. Und mit wem telefoniert wohl Sven Hotz? Nimmt er ein paar weitere Gratulationen entgegen? Oh, jetzt die Chance für Sion. Leoni wehrt ab und hat Glück, dass der Abpraller in den Füßen eines eigenen Spielers landet. Zum ersten Mal Alarm im FCZ-Strafraum. Die Chance für Jocelyn Aueya. Und jetzt auf der anderen Seite die Chance für Ödis. Es ist schon einiges gelaufen in diesen ersten knapp 10 Spielminuten. Vorteil, Kulic. Und wieder ist ein FCZler als erster dran am herrenlosen Ball vor dem Tor. Da hat sich es aber der FC Sion einiges an Torchancen erarbeitet. Herrlich, der Schuss von Kulic. Leoni hat Glück, dass er nicht vom Schuss bezwungen wird, hat auch Glück, dass der Ball nicht von der Latte an ihm abprallt, sondern kurz vor ihm, ja, da fehlten Sekundenbruchteile. Wäre der Ball oder wäre Leoni um einen Bruchteil einer Sekunde anders geflogen, dann wären sie... Hätten sie sich berührt und der Ball wäre möglicherweise dann ins Tor gerutscht. So aber bleibt es beim 0:0 nach 11 Minuten. Der FCZ hatte mehr Ballbesitz, der FC Sion aber bisher die zwei klarsten Torchancen. Ein Sion-Spieler musste gepflegt werden. Wird vielleicht sogar ausgewechselt werden müssen. Oh ja, hier steht Inler dem Gegenspieler voll aufs Schienbein. Und schon wieder muss Leoni eingreifen. Müsste Carlitos ausfallen, er ist der, der gepflegt wird, wäre das natürlich ein schwerer Schlag für den FC Sion. Carlitos gilt als einer der Besten, ist allerdings verletzungsanfällig, war auch nicht immer fit, auch beim FC Sion nicht. Wenn er fit ist, gilt er als einer der Besten, wenn nicht sogar als bester Spieler der gesamten Super League. Aber er muss tatsächlich wegtransportiert werden mit der Bahre, nicht nur vom Platz nach draußen, sondern jetzt in die Kabine. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Und damit kommt Virgil Röse zum Einsatz. Er, der seinen Platz Saborio geben musste. Und vielleicht wird Reza jetzt seinen ursprünglichen Platz rechts im Mittelfeld einnehmen und Saborio in die Mitte des Mittelfeldes wechseln. Das werden wir bald einmal sehen. Kulic.
FC Zürich versucht, den Ball laufen zu lassen, aber auch die Deckungsarbeit von Sion ist aufsässig und eng. Trotzdem gepflegtes Aufbauspiel der Zürcher, bis auf diesen Pass hier, der eine leichte Beute für Kali wird. Der entscheidende Pass kam nicht. Naja, Rocha ist eben kein Mittelfeldregisseur, schon rechts, schon gar nicht ein Scorer. Er ist Außenverteidiger. Aber trotzdem gut, sein überraschender Vorstoß hier. Tihinen geht auf Nummer sicher vor dem heranbrausenden Sion-Stürmer, vor Röse. Der Schiedsrichter pfeift nicht. Gaspo konnte im letzten Moment klären. Kali, dann Gelson, verliert den Ball an Raphael. Raphael gegen vier. Kann er sich durchsetzen? Zuzutrauen ist es ihm, dem großen Dribbler. Zu dritt haben die Walliser schließlich den gefährlichen FCZ-Angreifer doch noch stoppen können. Hier noch einmal die Aktion von vorhin mit Kulic, der hinfiel. Rocha wieder erstaunlich offensiv, jetzt muss er zurückspucken, denn genau hier hinten fehlt er. Und in diese Bresche ist er sofort Risse gesprungen, aber der Ball bereits wieder im Besitz der zweikampfstarken Zürcher. Raphael ließ den Ball abtropfen, noch einmal gut gegangen. Margera, wieder Raphael, der überlässt Stahel. Und beim FC Zürich sehe ich, hat sich Rocha bei seiner Abwehraktion jetzt auch ernsthafter verletzt. Hinkt hinten herum, möchte gerne einen Unterbruch und den wird er bekommen hier wegen dieses Fouls. Und es kommt zur Verwarnung von Regazzoni. Rocha spricht sich ab mit César, kommt zurück, ich kann nicht mehr. Rocha hält sich den rechten Oberschenkel und legt sich jetzt nieder. Und der Schiedsrichter hat das jetzt festgestellt. Sie sehen rechts unten Rocha liegend. Und die Pfleger werden aufgefordert, zu ihm zu kommen. Nehmen den Umweg, wie es scheint, außen am Platz herum. Nein, keiner bemüht sich jetzt endlich. Und wir schauen, wie es passiert ist. Ja, nichts zu sehen. Rocha ausgerutscht, aber Sie sehen, er hinkt stark. Es sieht ganz so aus, als könne er nicht weiterspielen. Ja, hier selber ausgerutscht. In der Hitze des Gefechts merkte er es zunächst nicht, dann aber, als er einige Male belastete, merkte er, da war was im tiefen Terrain drin hängen geblieben. Alain Rocha, und das bedeutet, es muss auch beim FC Zürich frühzeitig ausgewechselt werden. Carlitos musste früh raus, Rocha jetzt ebenso in der Startphase des Spiels nach einer guten Viertelstunde.
Ja, als FCZ-Verteidiger lebt man gefährlich, denn auf der verletzten Bank sitzen mit Schneider und Stucki schon zwei, die genau diese linke Außenverteidigerposition spielen könnten. Also jetzt muss dann der nominell vierte Verteidiger links ran an den Speck. Das wird wohl ein Spieler sein. Da haben wir ihn im Übrigen schon, der eben nicht nur diese Position einnimmt, sondern die jetzt halt spielen muss. Gerald Bachapuisat, der Sion-Trainer im Bild, er musste ja schon eine kleine Umstellung vornehmen mit Carlitos, der weg war. Die Zürcher lassen sich erstaunlich viel Zeit für diesen Wechsel, denn Rocha ist schon lange draußen. Und man wartet immer noch auf die Einwechslung. Seit Minuten Sion mit einem Mann mehr auf dem Feld. Ich meinte eigentlich, dass das mit einer besseren Organisation, Einwechselorganisation beim FC Zürich nicht hätte sein müssen. Aber jetzt erfolgt der Wechsel und es ist nichts passiert. 0:0 steht es immer noch und Almen Abdi wird eingewechselt. Wird er wirklich die Position des linken Außenverteidigers einnehmen? Wir werden es sehen. Ja, er eilt genau an diese Position. Im Moment sieht es allerdings so aus, als würde Abdi vor César spielen. Auf der linken Zürcher Flanke. Das heißt, dass César jetzt den linken Außenverteidiger gibt und Abdi spielt im linken Mittelfeld. Ja, so wird es sein. Und aus der Sion-Kabine erfahren wir, dass die Verletzung von Carlitos zum Glück nicht so schlimm ist. Knie verdreht, aber alle Bänder intakt, so die erste Diagnose. Freistoß Sion, Regazzoni, Leoni verfehlt und der Ball ist im Tor. Torschütze ist Alvaro Saborio. 21. Minute. Freistoß Regazzoni. Leoni, obwohl er die Hände zu Hilfe nehmen dürfte, ist machtlos. Drei Sion-Spieler springen hoch, aber natürlich wird hier dem Goalie eine Teilschuld zumindest zuteil. 1:0 für den FC Sion, der hier sowieso von allem Anfang an keck aufgespielt hat, gut gespielt hat. Der FC Zürich, der seinem Präsidenten zum Abschied unbedingt ein Geschenk machen will, bemühte sich, aber Sion bemühte sich genauso. Jetzt gibt's Gelb gegen Captain Gemayli für sein übertriebenes Einsteigen. Naja. Gemayli wollte ein Tor erzielen. Den Ball hat er doch irgendwie auch getroffen. Aber der Schiedsrichter hat ihm recht. Sion-Präsident Constantin sehen Sie hier in der Mitte. Den Mann mit der roten Windjacke, Bernard Chalant, Assistenz. Entschuldigung, U21, Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Sahen wir kurz ein bisschen weiter unten links mit dem Kamelhaarmantel. César. Rafael gebremst von Gelson. Dann Regazzoni. Und der Rückpass auf Vailati, der
nichts anderes kann als einen weiten Ball à la Rugby oder American Football zu spielen. Ja, jetzt ist der FCZ natürlich erst recht gefordert. Kein Foul. Entscheidet auch hier Claudio Circhetta. Almen Abdi. Raphael wühlt sich raus. Jetzt läuft das Zusammenspiel der Zürcher. Knapp vorbei. Blerim Cemaili, der Captain. 20 Jahre jung. Nochmals das Tor. Kein Zweifel, Saborio, Alvaro Saborio, der Mann aus Costa Rica. Mit der Nummer 9, sprang am höchsten. Zwischen ihm und Torhüter Leoni standen oder sprangen noch zwei weitere Sion-Spieler, sodass Leoni die überlegene Reichweite nichts nützte in der Höhe bei diesem Treffer. Er konnte nur vorwärts vor sich hin die Arme strecken Richtung Ball, kam aber damit nicht durch. Sei denn wie es sei, 1:0 führt der FC Sion hier im Hartturm nach 26 Minuten. Trotz Maske und Nasenbeinbruch springt hier Tihinen hoch, gewinnt den Kopfball. Und dass Cemaili ein Kämpfer ist, das sieht man unter anderem auch an seinem Dress. Schauen Sie, wie der sich einsetzt und wie der aussieht. Der einzige Spieler, bei dem Chris von Rohr nicht mehr fordern kann. Medrak, Schuss von Raphael. Kaum eine flaue Phase in diesem Spiel. Ein Spitzenkampf, der sich der Erwartungen als würdig erweist. Rückeroberung von Abdi, dann Inler.
Und Regazzoni zündet den Turbo. Regazzoni gegen Stahel, lässt ihn stehen. Gefühlvoll seine Flanke, aber in der Mitte ein weißes Übergewicht. Ödis pflückt einen Ball. Ödis! Ein bisschen noch gestört von Kali. Da musste Kali aufpassen, dass es keinen Penalty gibt, hat das Richtige getan. Das, was noch möglich war, war als Störfaktor neben Ödis. Am Abschluss konnte er ihn nicht hindern. Aber die Störarbeit hat dann doch bewirkt, dass Ödis den Ball etwas zu hoch geschossen hat. Der FC Zürich bestrebt, noch vor der Pause auszugleichen. Cesar, der Neo-Außenverteidiger. Da ist er wieder am Ball. Ist ja auch der Penaltyschütze des FC Zürich. Also ein Mann mit Nerven. Inler setzt sich ein. Guter Kopfball. Dasselbe kann man aber von Sarnis Kopfball sagen. Dann wieder Inler. Jetzt müsste der Ball einmal gehalten werden. Etwas viel Hektik. Natürlich kein Penalty. Der Wunsch ist hier Vater des Gedankens. Wir sehen es noch einmal. Beide halten einander und dann lässt sich Cemaili sogar selbst fallen. War ein bisschen frustriert, dass er hier nicht durchkam. Blerin Cemaili, der Superkämpfer, der Mann, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt, der fightet. 20 Jahre jung, aber als Captain bereits ein Vorbild. Auheia hat hier gefoult. Ist froh, dass er die gelbe Karte nicht sieht. Ja, es kam eigentlich Inler mit Anlauf. Auheia konnte sie ja nicht in Luft auflösen. Das nur ein klitzekleiner Zwischenfall in diesem Spiel. Gute halbe Stunde gespielt. Sion führt 1:0, hatte die größeren Torchancen. Beide Teams schenken sich nichts. Ein Spiel von gutem Niveau. Etwas viele Fehlpässe, aber das liegt an der aufsässigen Abwehr. Cemaili suchte hier wieder einen Schuss, eine Lücke, bekommt hier wenigstens einen Freistoß. Und ist ganz gierig darauf, ihn auszuführen. Die Gelegenheit ist günstig. Germano Vailati stellt seine Mauer. Vier Mann sind drin, allerdings noch zu nahe. Die Mauer muss noch zurück bis zur Strafraumgrenze. Der Winkel öffnet sich, da wird es einen fünften Mann brauchen. Sven Hotz schaut skeptisch, aber innerlich hofft er natürlich auf den Ausgleich in der 33. Minute. Schön gedreht an den Pfosten und dann unglaublich daneben gesetzt. Der Nachschuss. Ja, und jetzt schauen Sie sich das an. Ich glaube, es war der Mann mit der Maske, es war Tihinen, der hier verpasst hat. Er hat das leere Tor nicht getroffen. Dabei war es so ein schöner Freistoß schon von Anfang an.
Nur noch 2:1 nach Schüssen an den Torrahmen jetzt für Sion. Aber natürlich immer noch 1:0 nach dem einzigen, was zählt. Ein Tor, drei Schütze an den Torrahmen. Und Sven Hotz. Enttäuscht. Seine Tochter geht mehr mit. Sven Hotz ist eben Realist geblieben. Er glaubt erst, wenn der Ball hinter der Linie ist. Hinler. Hinler bleibt am Ball. Margera. Raphael. Wie er sich freie Schussbahn verschaffte. Mit einer kleinen technischen Raffinesse. Hier sehen Sie es. Zieht den Ball hinten herum. Rechts um seinen Gegenspieler Sarmi. Kommt frei zum Schuss. Stellt Vailatti vor große Probleme. Im zweiten Anlauf kann Vailatti dann aber retten. Es ist etwas los in diesem Spitzenkampf. So wie der verläuft, könnte es auch noch ganz viele Tore geben. Beide Teams bemühen sich. Jetzt wieder der FC Zürich mit Raphael. Ödis nicht ganz wunschgemäß eingesetzt. Die beiden brasilianischen Stumpfspitzen beim FC Zürich. Ödis 23-jährig, Raphael 21-jährig. Raphael hat schon 9 Tore geschossen in der Meisterschaft. Margera. Ähnlich verdreckt auch er wie Gemayli. Also sie schonen sich nicht, die FCZ-Spieler. Wenn Sie eine Wäscherei à la Real Madrid haben, werden Sie mit neuen Leibchen zur zweiten Halbzeit starten. Damit einige 100 Gramm Handicap infolge von Gewicht des Drecks weniger haben. Mal schauen, ob die FCZ-Wäscherei auch so gut funktioniert und auf diesen Fall vorbereitet ist. Kleines Handicap. Es ist eben nicht der FCZ-Letzigrund hier, sondern das Hardturmstadion, das Exil sozusagen des FC Zürich. Raphael, 3, 4, 5 Stationen, wie aus einem Guss läuft dieser Angriff. Abdi und in der Mitte räumt Kali auf. Kali, Nationalspieler von Angola, hat alle 3 Begegnungen an der Fußballweltmeisterschaft in diesem Sommer für Angola bestritten. Es gibt noch eine weniger helle Seite in der Karriere von Kali. Er war einmal 6 Monate lang gesperrt wegen Dopings. Abdi versuchte hier zu schießen, allerdings aus auswegsloser oder aussichtsloser Position. Und dann läuft Gaspo los. Alain Gaspo immer noch, aber er bringt den Ball nicht mehr an seinen Flug. Marger, das muss gelb geben gegen Kali. Gibt es auch. Carlos Alonso Kali, 28-jährig, angolanisch-portugiesischer Doppelbürger. Vom portugiesischen Zweitligist Barense nach Sion gekommen.
Stammspieler der Nationalmannschaft Angolas, des WM-Teilnehmers 2006. Riesenschuss von Jemaili. Und dann gleich wieder Kali. Diesem Befreiungsschlag hat er den Bergpreis in diesem Spiel gewonnen. Das ist Regazzoni, der Nationalspieler. FZZ-Trainer Favre natürlich unzufrieden, vor allem mit dem Resultat 0:1. Durch den Treffer von Saborio in der 21. Minute. Himmler erwischt Cesar. Marguerat. Sehr gute Täuschung. Die Gegner wissen nie, was er machen wird. Aber dann geht der Ball im Zentrum, wo die Sion-Abwehr massiv steht, verloren. Und das sind die gefährlichen Gegenstöße des FC Sion mit den schnellen Saborio und Kulic. Saborio wurde hier losgeschickt. Regazzoni natürlich auch. Ein besonders tempofester Spieler, er ist hier zum Abschluss gekommen. Raphael lässt sich immer weit zurückfallen, um angespielt werden zu können, bevor er dann in der Schlussphase des Angriffs ganz vorne auftaucht. Jetzt muss César zeigen, was er als Außenverteidiger drauf hat. Ja, Rösses erster Ansturm wurde schon einmal abgeblockt. Sion gefährlich mit diesen Flanken in die Mitte. Und dann wieder Regazzoni, der schießt aus allen Rohren und da stand noch einer. Aber der stand im Abseits. Jawohl, hier sehen wir es. Saborio diesmal im Offside. Immerhin schon bewundernswert, dass er diesen Ball überhaupt noch erreichte. Regazzonis Flankenball und da muss die hinten aufpassen. Marguerat. Noch 2 Minuten bis zum Ablauf der reglementarischen ersten Halbzeit. Es gibt dann noch 2 Nachspielminuten und die neuerliche Ausgleichschance.
Captain Gemayli kommt wieder ein kleines bisschen zu spät, aber er ist ein ständiger Gefahrenherd. Der Mittelfeldspieler mit Zug aufs gegnerische Tor. Mit einem Willen, der sich förmlich mit den Händen fassen lässt, greifen lässt. Der ja auch eine FCZ-Vergangenheit hat. Gaspo, der bei 4 Deutschschweizer Clubs spielte. Winterthur, St. Gallen, Aarau und eine Saison lang eben auch beim FC Zürich. Abdi. Raphael. Von César. Raphael. Schöner Pass, jetzt aber. Lange, lange hat er gezögert mit dem Schuss. Xavier Margera. Dabei ist er sonst so wirblig, technisch so stark. Aber hier hat er sich den Ball zu lange zurechtgebüschelt. Es kommt noch einmal zu einem Eckball für den FC Zürich in der ersten der 2 Nachspielminuten. Eckball Raphael. Gemayli wieder für Raphael. Und dem klebt heute nicht der Ball, sondern das Pech ein bisschen an den Füßen. Gegen Ende der ersten Halbzeit hat sich der FC Zürich ein bisschen verheddert. Vieles ging schief. Für die Stadt Zürcher kommt der Pausenpfiff wohl im richtigen Moment. Da kann man sich dann wieder einmal ein bisschen beruhigen, fassen. Allerdings Raphael versucht, den Ausgleich doch noch zu erzielen. Aber taucht hier auch wieder etwas allzu offensichtlich. Claudio Circhetta hat beschlossen, keine Geschenke wegen des Abschieds von Sven Hotz zu machen. Pausenstand also 1:0 für den FC Sion in einem durchaus hochstehenden, auf alle Fälle intensiven Spiel. Die Führung des FC Sion. Ja, hier sehen wir, dass das wirklich ein Grenzfall war. Natürlich hat sich Raphael nicht gewehrt. Sarni wird beim Betrachten dieser Bilder sagen, ich spielte den Ball. Und Gemayli ist dann nachträglich über mich hinweggefallen. Nun ja, der Schiedsrichter hat entschieden. Die Szene diskussionswürdig, aber man kann den Schiedsrichter wegen dieses Entscheides sicher nicht diskreditieren. Also, der FC Sion führt mit 1:0 aufgrund der größeren Anzahl von ganz klaren Torchancen. Ja, ich kann mich nicht überwinden zu sagen, verdient. Aber sagen wir es so, führt der FC Sion nicht unverdient mit 1:0. Kleine Nuance. Und hier sehen Sie Sven Hotz, der die Tribüne verlässt. Er begibt sich in Richtung Rainer Maria Salzniedumherz. Ein
21. Minute der ersten Halbzeit. Freistoß Regazzoni, Tor Saborio, 1:0 für den FC Sion. Auswärts im Hartrumstadion von Zürich. Der Spitzenkampf Erster gegen Zweiter steht also 0:1. Nach 45 Minuten, nach einem intensiven Fight mit den etwas zahlreichen Großchancen für den FC Sion, der dann eine, wie Sie eben noch gesehen haben, verwerten konnte. Mal schauen, was sich Lucien Favre hat einfallen lassen für die zweite Halbzeit. Anspiel von Sion und gleich stürmen Raphael und Gemayli, auch ohne Ballbesitz, in die gegnerische Platzhälfte. Also es ist völlig klar, wie die Ausrichtung des FC Zürich jetzt erst recht sein wird, nämlich vorwärts. Viel Aufregung nach diesem Foul, das von mir aus gesehen auf den ersten Blick nach einem Dutzend Foul aussah. Aber vielleicht war es etwas anderes, weil hier doch etwelche Aufregung entstanden ist. Oh, es gibt die rote Karte gegen Raphael. Ja, jetzt schlägt er zurück und trifft den Gegenspieler im unteren Teil des Gesichtes. Auheia war's. Ein absichtlicher Schlag, der nichts anderes zur Folge haben kann als die rote Karte. Raphael, muss das sein zum Abschied von Sven Hotz? Jetzt begreift er die Tragweite seines Schlages, aber jetzt ist es zu spät. Für Alberto Regazzoni gekommen. Das deutet auf eine etwas defensivere Spielweise des FC Sion in der zweiten Halbzeit hin, wobei diese taktische Ausrichtung jetzt bereits wieder überholt sein dürfte, weil ja der FC Zürich nur noch zu zehnt spielt. Da braucht Sion nicht mehr super vorsichtig zu sein. Inler. Ball prallte noch gefährlich vor Torhüter Weilatti auf, der hat sich aber trotzdem nicht beirren lassen. Und jetzt erst begreift Raphael langsam aber sicher, was er hier angestellt hat. Man kennt natürlich zahlreiche Spiele, in denen ein Team in Unterzahl sich erst recht aufgebäumt hat, wütig, halt, volles Risiko auf sich genommen hat und so in einem Sturmlauf das Schicksal doch noch auf seine Seite zwingen konnte. Aber die Zürcher, sie liegen ja bereits 0:1 zurück. Sie treffen auf einen stilsicheren Gegner. Der FC Sion hat sich hier in der ersten Halbzeit hervorragend verkauft. Also schon zu 11 war es schwierig. Obwohl der Wille, der Einsatz, das Vorwärtsmarschieren da waren in der ersten Halbzeit. Also viel mehr Einsatz und Vorwärtsdrang als in der ersten Halbzeit kann der FC Zürich gar nicht zeigen.
Aber er muss aufholen mit einem Mann weniger. Das wird schwierig. Stahel, Außenverteidiger in Abschlussposition. Blütenweiß sein Hemd. Ja, ja. Zustände wie bei Real Madrid, beim FC Zürich. Hat man tatsächlich vorgesorgt. Und für die zweite Hälfte neue saubere Leibchen angezogen. Skalic ist für Kali gekommen, auch ein Wechsel zu Beginn der zweiten Hälfte. Zwei Sion-Spieler, die eine gelbe Karte hatten, sind rausgenommen worden und ersetzt worden. Wo Circhetta einen Gegenstand gezeigt, der aus der FCZ-Fan-Seite aufs Spielfeld in Richtung des Sion-Goalies geschmissen worden ist. Das hat Zeit gekostet, die Fans haben reklamiert. Es vergeht Zeit, unnütz. Aber da sind sie natürlich selber schuld. Sie würden gescheiter ihre Mannschaft weiterhin mit Sprechhören unterstützen, statt mit Zeug auf den Platz werfen. Das bringt nun wirklich gar nichts. Stahel, gefault von Arno Bühler. Inler, Stahel, Marghera. Für den gab es als einzigen kein anderes Leibchen. Vielleicht wollte er es nicht. Sich hier Jelson dank seiner Technik durchsetzt. Dann aber doch der FC Zürich. Etwas kompliziert, die technischen Tricks und Finessen. Die Chance, dass diese komplizierten Sachen nicht gelingen und der Ball beim Gegner landet, ist doch etwas groß. Vor allem, wenn man mit 0:1 im Rückstand liegt. Andererseits, wie soll Sions sattelfeste Abwehr sonst ausgehebelt werden? Oh! Erstaunlich, dass Kulic hier zum Kopfball gekommen ist. Ein Ruhmesblatt für Heinz Barmettler, den jungen Innenverteidiger des FC Zürich, der allerdings seine Sache bisher gut gemacht hat, der ja von den GC Junioren zum FC Zürich gestoßen ist, den Hartturm hier also noch etwas besser kennen dürfte als seine Kollegen. Und ich sehe gerade, auch der FC Sion hat sich frisch eingekleidet. Nur fällt das weniger auf bei Rot. Regazzoni darf nur noch zuschauen in der zweiten Hälfte.
Gemayli versuchte ein Doppelpassspiel, ist missglückt. Ballbesitz Sion. Kulic. Arno Bühler. Dann Mijadinovski. Sion vorsichtig, auch mit einem Mann mehr. Man führt auswärts beim Leader und Titelverteidiger mit 1:0. Da ist natürlich der Respekt da. Mijadinovski in die Tiefe für Kulic. Und Eckball. Kulic. 12 Toren führender in der Scoreliste. Saporio lauert schon wieder in der Mitte, der Mann, der das einzige Tor bisher geschossen hat. Rezé. Leoni. Rezé, wenn man ihn Englisch aussprechen würde, hieß er Reset. Dann könnte er hier resetten und noch einmal schießen. Ein bisschen tiefer natürlich. Die Sion-Abwehr mächtig, stabil, aber nicht unfair. Robust die Abwehr des FC Sion. Eine Söldnertruppe, hat man die Walliser geschimpft, nicht zu Unrecht. Da steht kein einziger Spieler in der Anfangsaufstellung, der nur einen Schweizer Pass hat, sogar Torhüter Vailatti. Ist schweiz-italienischer Doppelbürger, sogar Alberto Regazzoni, der Schweizer Nationalspieler, hat auch noch den italienischen Pass. Aber das Team harmoniert doch recht gut und zeigt guten Fußball heute. Nächster Wechsel beim FC Zürich. Alphonse soll jetzt doch noch zum Einsatz kommen. Er hatte Leistenprobleme. Aber für einen Teileinsatz reicht es. Und Sie sehen es, Alphonse, der Stürmer, kommt für Barmettler, den Verteidiger. Lucien Favre setzt alles. Pierre-Albert Chapuisat reagiert sofort, jawohl, decken, decken, hart ran an den Mann. Das wurde auf Sittener Seite also sofort organisiert, dass hier Alphonse nicht übersehen wird oder ein leichtes Leben hat im Sturm. Dihin muss wieder köpfen. Trotz seines gebrochenen Nasenbeins. Wenn der Gegner am Ball ist, dann fehlt der 11. Spieler natürlich besonders. Wenn es dann der Gegner geschickt anstellt mit seiner Überzahl, hat er immer einen freistehenden Mann, den er anspielen kann. Und dann müssen die, die in Unterzahl spielen, immer rennen, laufen,
und werden müder und müder. Gemayli, der Captain, mit dem Willen alleine vor dem Tor, aber hat den Ball vergessen. Abdi. Ödis. Keiner da, um diesen Ball zu empfangen auf der rechten Angriffsseite. Ja, man kann nicht überall sein, wenn man nur noch zu zehnt ist. Zuschauer werden durch den Platzsprecher gemeldet. Eigentlich rechnete man mit einem ausverkauften Hartum, das heißt mit 14.000, aber eben das Wetter. Das war einfach grauenhaft. Obradovic immer noch mit muskulären Problemen und deshalb auch heute nicht eingesetzt. Den hätte der FC Sion ja auch noch. Einen begnadeten Mittelfeldspieler. Oh, auch das muss gelb geben. Gegen Cesar. Sie kämpfen, sie steigen ein für ihren Präsidenten. Aber weil auch Sion kämpft, entscheidet das Spielerische. Und beide Teams spielerisch gleich gut. Und Sion hat eben das Tor geschossen. Und jetzt einen Mann mehr auf dem Platz. Trotzdem, der FCZ hofft weiter, hat noch eine halbe Stunde Zeit, um wenigstens zu einem Unentschieden zu kommen. Ein etwas unkonventioneller Rückkopfball von Immler, das sollte er nicht tun, vors eigene Tor in die Gefahrenzone. Auch das ist noch einmal gut gegangen. Sion stellt die Offside-Falle weit vor dem Tor. Die Zürcher knacken sie über die Flügel, sehr gut gemacht. Kommt es zu einer Abschlussmöglichkeit? Offensichtlich nein. Alphonse muss zurückweichen. Ein Handspiel wurde reklamiert. Die Zürcher aber weiterhin im Ballbesitz. Margera dann allerdings mit einer missglückten Flanke. Margera, der stark begonnen hat, aber schon Ende der ersten Halbzeit abbaut. Inler, einer der Aktivposten beim FC Zürich heute, erobert viele Bälle. Muss aber auch jetzt hier zu etwas gewagten Pässen Zuflucht nehmen, weil der normale Pass nicht mehr gespielt werden kann, mangels Anspielstation. Mladenovský hat hier den Ball abgedeckt, bis dass er im Behind verschwand. Sehr gut gemacht. Und dann ein Ball für Kulic. Kulic mit dem 2:0 auf dem Fuß. Leoni rettet. Noch ist die Gefahr nicht vorbei. Saborio, Offside. Und Leoni hätte ohnehin gehalten.
aber das Tor hätte nicht gezählt. Alphonse startet. César gegen Röse. Schussmöglichkeit für Abdi. Almen Abdi, 20 Jahre jung. Schweizerisch-serbischer Doppelbürger. César, gut angetäuscht, der Pass dann auf Inler. Aber Sion steht hinten kompakt. Freistoß, immerhin jetzt. Und dazu die gelbe Karte gegen Auheia. Zweimal gelb, gibt rot. Von ihm, denn damit geht Sion seiner Überzahl verlustig. Fault und schlägt den Ball weg. Und jetzt der Freistoß, der allerdings nichts einbringt, aber immerhin 10 gegen 10. Da erwachen beim FC Zürich so oder so neue Hoffnungen. Ich glaube fast nicht das Foul, sondern das Ball wegschlagen war das Entscheidende für die zweite gelbe Karte. Also wegen Ballwegschlagens. Die Konsequenz, er muss vom Platz, das ist natürlich ähnlich dumm. Wieder Platzverweis gegen Raphael. Und hier die Ausgleichsmöglichkeit. Jawohl. Margera trifft in der 69. Minute. 1:1. Ball verlängert, genau richtig vorgelegt. Zu spät, weil Attika nichts mehr machen. 1:1. Das 6. Meisterschaftstor von Xavier Margera. Er ist der zweitbeste Schütze des FC Zürich nach dem vom Platz gestellten Raphael und Sion-Präsident Constantin. Mit den Mundecken runter bei Sven Hotz gehen sie eher etwas rauf, sind jetzt wenigstens in der Waagrechten. Gemayli hat den Ball mit der Ferse weitergeleitet. Lucien Favre und Hermann Burgermeister freuen sich. Und natürlich auch Sven Hotz. Jawohl. Abklatschen und abküssen mit seiner Tochter. Und jetzt die Chance zum 2:1 für Sion. Ah, da hat er alleine.
vorne gehen müssen. Rösse. Der Gag hätte hier noch besser gepasst als beim Schuss vorhin. Reset. Noch einmal die Situation neu herstellen und dann alleine aufs Tor laufen und das 2-2 schießen. Aber es gibt kein Reset, es gibt nur den Rese. Und der hat hier das 2-1 verpasst, weil er noch einen Pass spielen wollte. Auf den erst noch Offside-verdächtigen Mitspieler nebenbei bemerkt. Aber das hat alles nichts gebracht. Nur je 10 Feldspieler auf dem Platz. Der FC Zürich hat ausgeglichen. Mit Margera hat natürlich jetzt den psychologischen Vorteil auf seiner Seite, um das Modewort Momentum zu vermeiden. Spiel unterbrochen, längstens unterbrochen wegen Offsides. Und die Emotionen köcheln jetzt so richtig hoch. Was heißt das? Ich köcheln. Es siedet. Lucien Favre und Pierre-Albert Chapuisat sind sich schon zweimal begegnet als Trainer. Jeder gewann einmal. Die Partie hieß damals allerdings nicht Zürich gegen Sion, sondern Yverdon gegen Étoile Carouge. Immer noch eine Finte und dann doch noch der Schuss. Alphonse. Es liegt viel Kreativität im Team des FC Zürich. Mijadinovski. Stahel. Foulspiel an Gemayli, der will sofort weiterspielen. Ja, es ist ihm gelungen. Alphonse. Stupende Technik, Gemayli. Die haben offensiv wirklich allerhand drauf, die Zürcher. Ödis, Margera, Ödis. Jetzt geht er alleine durch. Und Eckball. Die Mannschaft des FC Zürich ja äußerst jung, kaum einer ist älter als 24. Cesar und Tihinen sind es, die beiden, als einzige, alle anderen zwischen 20 und 24 Jahre jung. Abdis Eckball und schon wieder Tor. Diesmal ist es der Mann mit der Maske, der nicht mehr das leere Tor verfehlt, sondern der trifft. Innenverteidiger Hannu Tihinen. 2-1, 75. Minute. Da kommt er von hinten angerauscht. Ich weiß nicht, wurde der Ball sogar noch leicht abgelenkt, aber Tihinen stand genau am richtigen Ort. Jawohl, kleiner Ablenker, der dazu führt, dass Tihinens Kopfball die nötige Wucht bekommt. Was für eine Umwälzung der Ereignisse. Wir erinnern uns, nach 47 Minuten 1-0 für Sion. Sion mit einem Mann mehr auf dem Platz. Und jetzt Sven Hotz freut sich. 2-1 für den FC Zürich und außerdem
10 Feldspieler auch nur noch bei Sion unterdessen. In einem Großkampf hier wirklich auf dem Halbplatz. Und es ist noch nicht vorbei. Eine Viertelstunde bleibt noch. Oh, Herr Constantin ist nicht zufrieden. Ist ja klar. Die Zürcher powern weiter. Ah, und der Lollipop ist wieder ersetzt worden durch eine Frustzigarette bei Chapuisat. Der wollte nämlich zu rauchen aufhören. Aber das 2:1 hat es ihm gegeben. Es ist ja verboten, auf der Bank zu rauchen. Die Geste von Chapuisat kann durchaus auch als Frustreaktion interpretiert werden. Ihm stinkt's und dann hält er sich auch nicht mehr an die Regeln. Ja, sehen Sie, Tihinen wollte eigentlich schießen. Der Ball kam dann höher als vorgesehen. Genau richtig. Stahel, Cemaili, wieder Cemaili. Herrlicher Schuss, gute Parade. Abgelenkt noch und damit noch gefährlicher geworden. Dieser Abschluss von Blerin Cemaili, der hier bereits wieder ein Kopfballduell gewinnt. Herrlich, der Absatz von Ödis. Das Publikum rast, ist begeistert. César, Inler. Captain Gaspo wird sich wie alle Siedler fragen, wie konnte das geschehen? Wie konnten wir die 1-0-Führung aus den Füßen geben, da wir doch mit einem Mann mehr auf dem Platz standen. Der unbändige Wille des FC Zürich hat es gebracht. Aber trotzdem, Sion schien so sicher zu stehen hinten. Und Sion muss jetzt seinerseits etwas für die Offensive tun. Mijadinovski, der Außenverteidiger, macht das. Ein Wurf allerdings für die Zürcher. Trauriger Regazzoni. Als er ging, führte Sion noch 1:0. Cemaili. Cemaili auch sofort wieder defensiv agierend, aber diesmal gibt es Freistoß für die andere Nummer 7, für Sions Gaspo. Ja, früh hat Pierre-Albert Chapuisat auf Defensive umgestellt, nämlich in der Pause. Er konnte natürlich nicht wissen, dass 2 Minuten nach der Pause ein Zürcher vom Platz gestellt werden würde. Aber nachträglich gesehen war es natürlich nicht die ideale Auswechslung, um das mal vorsichtig zu formulieren. Thank you.
Es sind jetzt natürlich die Zürcher, die auf Ball halten machen. Sie führen 2:1, sind geistig frischer. Das nächste Gelb gegen einen Sittener. Gegen, naja, Reset zum Dritten. Auch das möchte er wohl gerne rückgängig machen. Alle guten Dinge sind drei. Den Gag lasse ich. Ich verspreche es, in Zukunft bleiben. Jetzt für die Zürcher, die den Ball viel ungestörter annehmen können. Alfons tändelt etwas lange, wird dann also doch noch angegriffen. Der Boden ist tief, das Spiel hat Kraft gekostet. Und jetzt ist nicht mehr jeder Spieler willens oder vor allem fake. Vergeblich hier Sprints zu zeigen, Laufdistanzen abzuspulen, nur für den Fall, dass mehr Spielraum deshalb für die ballführende Mannschaft. Das war der FC Zürich, das ist im Moment der FC Sion mit Rezé. Tihin steht gut. Okay, warten wir auf den Schlusspfiff. Aber es geht noch 7 Minuten. Cemaili zwingt damit immerhin einen Sittener heranzulaufen und sich eben weiter zu ermüden. Das Hinspiel in Sion endete 2:2. Die Auswärtsmannschaft glich damals aus in der 93. Minute. Das könnte natürlich hier auch so noch werden. Diesmal wäre Sion die Auswärtsmannschaft, die ausgleichen würde, ebenfalls zum 2:2. Also man wird beim FC Zürich gut daran tun, konzentriert zu spielen bis zum Schluss. Sarah hat eingeworfen. Die Zürcher bleiben mit Aufwand im Ballbesitz. Mehr wollen sie im Moment gar nicht. Sion hingegen will nach vorne preschen. Tut das allerdings nur mit wenigen Leuten, will es dafür möglichst schnell machen. Gestrecktes Bein von Sarmi, Freistoß für Zürich. Einer geht noch, einer geht noch rein, einer geht noch, einer geht noch rein. Jawohl, den Ball geholt und die Chance für Rödis. Einer
Bittis wohl größte Parade in diesem Spiel. Gerade noch gerettet. Ödis kam von Lausanne während dieser Saison zum FC Zürich Mitte Oktober. Also vor eineinhalb Monaten. Und hier abgelenkt noch der Schuss, aber Vailati hält. Und hält damit sein Team im Spiel. Viel Zeit verbleibt nicht. Sie sehen es selbst, dreieinhalb Minuten plus schätzungsweise zwei, drei Minuten Nachspielzeit. Kulic. Und Eckball. Ja, da war auch der Arm von Kulic am Hals von Steil. Schauen Sie sich das an. Oh, oh, Raphael ist für eine ähnliche Tat vom Platz gestellt worden. Suchte Kulic nur das Gleichgewicht? Ich weiß nicht. Allerdings, wenn man wirklich zuschlagen will, dann schlägt man nicht so weit nach hinten. Dann würde man sich anders hinstellen. Also ich glaube tatsächlich, dass das eher ein Zufall und keine Absicht war. Aber in der Zeitlupe sah es doch sehr verdächtig aus. Corner Gaspo. Alfons. Gutes Zusammenspiel. Hinler in die Tiefe Richtung Ödis. Und was gibt das? Dunkelgelb? Ja, gelb. Gelb gegen Asim Skalic. Ödis, hart getroffen, liegt immer noch am Boden. Frisur eines Fräuleins, aber zuschlagen im Holzhackerstil. Für den FC Zürich. Zeit, die verstreicht, kommt natürlich dazu. Im Moment sieht es also gut aus für den Tabellenführer und Titelverteidiger. Aber das Spiel war so verrückt. Wir halten uns an Sven Hotz und glauben nur den Tatsachen und rechnen erst ab nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters. Im Moment 2:1 plus eine gute Gelegenheit für den FC Zürich in dieser 90. Minute. Ist das der K.O.-Schlag? Nein. Minuten werden nachgespielt. Also wie das Hinspiel wird auch dieses 93 Minuten dauern. Zu 2 endet es damals in Sion. Torschütze in der 93. Minute Saborio und davon träumt wahrscheinlich Constantin wieder von diesem späten Ausgleich. Also in Sion war es, entgegen dem, was ich vorhin gesagt habe, schon Sion das ausglich. Das heißt, damals glich Sion aus. Die FCZ-Fans werden sich natürlich alles andere als eine Duplizität der Ereignisse hier wünschen.
Hier sieht es eher nach 3:1 aus für Ödis und seinen FC Zürich. Nein, auch nicht. Nun, die FC Zettler werden zufrieden sein, wenn es 2:1 bleibt. Aber noch 2 Minuten bis Buffalo. FC Zürich, wahrlich eine hochmotivierte Truppe, ließ sich nicht vom Weg abbringen, trotz starker Gegenwehr und zeitweise unglücklicher Umstände. Saborio, er brachte den FC Sion in der ersten Halbzeit in Führung. Dann wurde Raphael vom Platz gestellt. Trotz 1:0 und 11:10, dann aber der Umschwung. Durch die Treffer von Margera in der 69. und Tihinen in der 75. Minute. Dann auch Sion nur zu 10. Und damit war's gelaufen. Nur noch wenige Sekunden fehlen bis zum Ende der Partie. Das Abschiedsgeschenk für Sven Hotz. Ein Sieg im letzten Spiel der Vorrunde. Ein Ausbau der Tabellenführung scheint Tatsache zu werden. Karriere endet nach 20 Jahren mit einem Sieg und der Ausbau der Tabellenführung. Der FC Zürich schlägt den FC Sion durch eine Kampfes- und Willensleistung mit 2:1. Und für Pierre-Albert Chapuisat-Sion sah es doch zu Beginn der zweiten Hälfte so gut aus. Die Punkte entrinnen dem Topscorer der Super League, Kulic. Und auch der Jubel am Ende des Spiels zeigt, da ist ein Zusammenhalt da. Da ist viel Mumm. Da ist eine wirkliche Mannschaft am Werk. Der FC Zürich wird von der Titelverteidigung nur sehr schwer abzubringen sein. Raphael ist besonders froh, dass es doch noch gut ausgegangen ist, trotz seiner Dummheit, die seinem Team wirklich beinahe das Spiel gekostet hätte. Dani Kern sehe ich mit Pierre-Albert Chapuisat. Ja, die Emotionen sind natürlich sehr hoch, Herr Chapuisat. Sie haben 1:0 geführt. Sie hatten einen Mann mehr auf dem Spielfeld, alle Vorteile. Und was ist dann passiert? Ja, wir haben 2:0 verschossen. Und dann hat der Schiri in der gleichen Minute rot gegeben. Und gut, ein erster Goal. Okay, aber zweiter auf Stendebele. Und wir haben noch Chance auf Konter, schlecht gespielt.
Wir hätten Möglichkeit, das Spiel einfach schließen nach einer Stunde. Wir sind selbst schuld. Sie haben in der Pause etwas defensiver umgestellt, dann kam diese rote Karte. Hat das Konzept völlig zerstört? Nein, ich habe trotzdem mit drei Stürmern gespielt. Wer hat defensiv gespielt? Wir haben Mann gegen Mann gespielt, überall. Und es ist klar, diese rote Karte hat uns kaputt gemacht. Und, aber wenn Kulic ganz allein ist, macht 2-0 und nachher Reserve hat. Sie sind 2 gegen 1 und wir hätten das Spiel entschieden. So ist es. Wir hätten etwas mehr verdient und ich bin enttäuscht. Besten Dank. Ja, das war die Reaktion vom Trainer vom FC Sion, vom Gabe Chapuisat. Und was der andere Trainer sagt, Lucien Favre, das werden wir jetzt gerade hier in wenigen Augenblicken erleben. Wir ziehen nämlich Bilanz mit ihm über das heutige Spiel und blicken natürlich auch auf die Tabelle, wie das aussieht in Sicht vom FC Zürich, und haben ein Goal von der anderen Partie vom heutigen späteren Nachmittag von dem Spiel Schaffhausen gegen GC und IB gegen St. Gallen. Also dranbleiben. So hat der Präsident Sven Hotz gejubelt beim letzten Treffer vom FC Zürich, den er als Präsident miterleben darf. Das hier ist der Jubel von Lucien Favre nach dem Match, wo er zusammen mit der Mannschaft sich bei den Fans bedankt hat. Und der Lucien Favre ist jetzt bei uns. Ich darf Sie bitten, das Mikrofon zu nehmen, Lucien Favre. Ja, sprechen wir doch kurz über den Präsidenten zuerst. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Abschiedsgeschenk für Herr Hotz. Er hat das verdient. Persönlich habe ich 3,5 Jahre mit ihm gemacht und ich erinnere mich von dieser Person ja noch lange. Wenn wir jetzt hier stehen und zurückblicken, er ist ja auch verantwortlich, dass Sie so lange im Amt bleiben durften beim FC Zürich. Es gab Zeiten, da war das schwierig, da hat Hotz Ihnen wirklich... Ja, ich muss sagen, ja, Herr Hotz und noch andere, ja, er war nicht allein. Um mich zu unterstützen. Aber er war immer hinter mir und das ich weiß schon lange. Er war immer positiv mit mir, aber ich habe immer einen guten Kontakt mit ihm gehabt. Reden wir über das Spiel heute Abend. Wie stark leiden Sie eigentlich während solcher 93 Minuten, wie das heute ja, gewesen ist? Vor Weihnachten, es ist immer ein verrücktes Spiel. Vor einem Jahr, es war ein Cup-Spiel in Basel, 4-3 für den FCZ, das war ein fantastisches Spiel. Und heute viele mit Emotionen auf dem Platz, rote Karte, Torschance und so. Und Sitten ist ein sehr starker Gegner, Sie haben auch das festgestellt. Und es war nicht einfach für uns nach dem 1-0 für Sitten. Schauen wir doch diese Szene an. Ja, jetzt ist sie schon weg. Vielleicht können wir die noch mal anschauen, damit der Herr Favre dazu auch Stellung nimmt. Da jetzt die Reaktion. Es ist ja dumm, es ist dumm, Herr Favre. Ja, es ist dumm, aber ich muss sagen, für mich, diese Regel ist lächerlich. Weshalb? Ja, das ist, ja, du hast 100 ja. Mal ist in einem Spiel. Denken Sie, und ein paar sind penalisiert und andere nicht. Denken Sie, es war eine Reaktion von Raphael? Sie kennen ihn besser als wir Journalisten, oder war es eine Absicht? Wir kennen ihn als feinen, als fairen Sportler. Er macht das nicht oft, aber ich weiß, er kann das manchmal machen auch. Aber er darf nicht, weil nur die Mannschaft zählt und ja, er hat eine große Fehler gemacht. Was sagen Sie einem solchen Spieler jetzt dann in der Kabine? Wie gehen Sie damit um? Aber ich wollte noch sagen, vor diesem Foul-Fehler, das ist klar, er darf nicht das machen. Aber du hast fast 10 Sekunden gegen Raphael und die andere, ja, er spielt gegen ihn, er schlägt ihm die Beine und so, und die Schiri sagt nichts. Er wartet 10 Sekunden auf die Reaktion von Raphael. Es ist halt immer die vielleicht ein bisschen Ungerechtigkeit, dass halt immer die Reaktion dann bestraft wird und nicht die Aktion. Das ist, solange dass es Fußball gibt, läuft das so. Ja, das ist klar. Heute Abend waren wir viele Emotionen auf dem Platz. Wir haben 2-1 gewonnen. Das Wichtigste. Schauen wir die Tore an aus der zweiten Halbzeit. Und zwar das erste Mal das vom Margerat, der Rüskli. Sagen Sie uns was dazu, zu dieser Aktion? Ja, super gespielt von Blerim Djemali. Fantastisch. Weiß er das, dass hinten Margerat steht, als er diese Verlängerung macht? Nein, das ist ein Wenn ich kein Zufall, aber er dankt, er antizipiert das. Und Sprung von Ödis ist wichtig.
Ja. Weil der Verteidiger kann nicht den Ball haben. Magra spielt super, klasse. Rechts, links, bumm. Das ist der Fußball von Lucien Favre. Direkt weiterleiten, super technische Annahme und dann den Abschluss machen. Ja, das ist Fußball nicht nur von mir, von allen. Aber heute hat man das nicht immer gesehen, die erste Halbzeit. Das war nicht FCZ-like. Ja, aber die Gegner sind da. Sie waren aggressiver als FC Zürich am Anfang. Mit viel Power. Und sie waren besser am Anfang. Wir waren zu spät in den Zweikampf. Und wir haben mit 3-4 Ballkontakt gespielt, statt mit 1 oder 2. War es denn heute eine Frage des Willens, nicht der Qualität am Ende, wer sich durchgesetzt hat? Ja, das ist klar. Die Saison war sehr, sehr lang, 6 Monate schon. Und die Spieler, sie sind ein wenig müde, das ist klar, nach 6 Monaten. Und du brauchst Charakter und Persönlichkeit. Und ich weiß, dass meine Mannschaft kann Charakter zeigen und Persönlichkeit. Und sie haben noch das einmal bewiesen. Sie strahlen, wenn Sie über Ihre Mannschaft sprechen. Ja, ich bin stolz, weil heute die Altdurchschnitt war 22,5. Es ist ein Jahr weniger als vor einem Jahr und sie haben viel Charakter und wir haben Persönlichkeit in der Mannschaft. Der Mann mit der Maske, der hat das 2:1 geschossen. Das war ja eben auch komisch. Ausgerechnet, er macht einen Kopfballtreffer. Ja, mit seiner Maske. Aber er hat eine große Chance. Er wurde angeschossen. Er wurde quasi angeschossen. Oh, da kann man nicht mehr weg. Ja, aber wir haben das gespürt in der Kabine in der Halbzeit. Was haben Sie gespürt? Ja, die Spieler, sie wollten unbedingt Charakter und persönlich zeigen. Es war so, so wichtig heute. Du darfst nicht verlieren gegen eine solche Gegner. Sonst darfst ein Unentschieden oder ein Sieg. Also, wir schauen, Sie haben Ihre Sache gemacht. Der FC Zürich hat also gewonnen hier im Hartumstand. Jetzt wollen wir doch nur schauen, was die anderen Mannschaften, die vorne dabei sind, gemacht haben. Unter anderem der Grasshopper Club Zürich. Die haben heute auswärts beim FC Schaffhausen müssen antreten. Die Partie war knapp 80 Sekunden jung, als Pires mit einem Absatzpass Neri einsetzte. Der schob den Ball ins Tor zum 1:0 für Schaffhausen. Es folgte die ominöse 13. Minute. Sie brachte Schaffhausen Glück. Druckenbrot traf zum 2:0. Die GC-Verteidiger hatten einen Offside-Pfiff erwartet und nicht eingegriffen. Im Anschluss an einen Freistoß verkürzte Schwegler für GC auf 1:2 nach einer halben Stunde. Schaffhausen hatte an diesem Abend das Glück des tüchtigen Diogos, verunglückter Schuss landete direkt vor den Füßen Tarones. 3:1 für Schaffhausen. GC steckte nicht auf. Angetrieben von einem unglaublich dynamisch spielenden Roland Schwegler schaffte GC erneut den Anschluss. 2:3. Und nach einem Freistoß von Dos Santos traf Verteidiger Schwegler gar zum dritten Mal zum 3:3 Schlussresultat. Also der FC Schaffhausen hat ganz im Sinne vom FC Zürich gespielt. Da hätte man also etwas, was gut gelaufen ist für den Lucien Favre. Und jetzt werden wir noch schauen, wie die zweite Partie ausgegangen ist. IB gegen St. Gallen. Da ist es für St. Gallen darum gegangen, eventuell auf Rang 2 zu überwintern. In der 10. Minute erhielt Hakan Yakin die Chance, IB gegen St. Gallen aus 11 Metern in Führung zu schießen. Yakin befindet sich in einer beneidenswerten Verfassung. Das Heimteam führte früh mit 1:0. 4 Minuten später war Hakan Yakin Ausgangspunkt des zweiten IB-Treffers. Thomas Haberli lenkte Yakins Eckball zum 2:0 ins St. Galler Tor. Die Berner, alles andere als langsam, die legten einen Blitzstart hin. Nach etwas mehr als einer halben Stunde gab es eine Premiere in Bern. Davide Giumiento schoss seinen ersten Superleague-Treffer. Dem IB-Spieler mit Ostschweizer Wurzeln wurde das Toreschießen beim 3:0 für die Young Boys in der 33. Minute extrem einfach gemacht. Dieser Treffer war in Sachen Tore der Schlusspunkt. IB besiegte St. Gallen verdient mit 3:0. Ja, da ist also wirklich mehr oder weniger für den FC Zürich gespielt worden, Lucien Favre. Da können Sie ja jetzt IB und Schaffhausen so etwas unter den Weihnachtsbaum legen. Das war eine gute Runde für Sie. Ja, vor einer Woche auch und heute aber
FC Zürich hat das verdient. Sie haben selbst gewinnen heute. Sie haben ihre Sache gemacht. Ja, ja, ja. Sie haben auf jeden Fall ihre Sache gemacht. Wir schauen schnell den Ball an und das Resultat, wie das aussieht jetzt. Also der Hevers, Schaffhausen, Grasshoppers 3-3, Ibe, St. Gallen 3-0, Zürich, Sion 2-1, Aarau, Basel und Luzern, Thun. Das wird morgen gespielt. In der Tabelle sieht das so aus. Ein Bild, das Lucien Favre sehr, sehr erfreut wird zur Kenntnis nehmen. Und zwar 8 Punkte Vorsprung vor dem FC Sion und dem FC St. Gallen, wo beide gleich viel Spiel absolviert haben. GC 31 Punkte, Ibe 30 Punkte, Basel kann morgen mit einem Sieg allenfalls einer auf 30 Punkte kommen. Und an der Tabellenende ist das ein wichtiger Punkt für den FC Schaffhausen. Lucien Favre, ich weiß, Sie werden mir jetzt sagen, Basel hatte vor einem Jahr auch 8 Punkte Vorsprung, aber das ist ein komfortabler Vorsprung für den FC Zürich. Ja, das ist klar. Die Mannschaft, die Spieler haben das, die Titel bis jetzt bestätigen. Das war nicht einfach, weil wir waren klar Favoriten nach dem Titel und es war nicht einfach für die Mannschaft zu assumieren. Und, aber Sie wissen, im Frühling, das ist eine andere Sache. Und ich denke, viele Mannschaften haben neue Spieler im Januar. GC, Ball, Ibe und St. Gall. Und ich denke, wir sind sechs Mannschaften. Die können nach oben und die wollen nach oben. Kommt Ihnen das ein bisschen entgegen, dass es genau jetzt 8 Punkte sind, wie vor einem Jahr? Da brauchen Sie die Leute nicht zu überzeugen. Man braucht immer nur das Beispiel aus dem letzten Jahr zu nennen. Ja, wir, FCZ bleibt immer ruhig. Wir halten unsere Philosophie. Und jetzt, wir haben Zeit. Und jetzt sind die Ferien. Und ich gratuliere Ihnen nur zum Wintermeister. Ja, nur zum Wintermeister. Nur, keine Angst, und Herr Favre. Wintermeister ist Anekdotik. Aber wichtig, man kann schön auch Silvester feiern. Ja, ja. Vielen Dank, Lucien Favre. Kompliment an Ihre Mannschaft, die wirklich den Meistertitel bestätigt hat. Das ist es also hier in diesem hart und gesehen interessanten und spannenden und intensiven Fußball-Nachmittag geht's end. Und nochmals das Resultat. Der FC Zürich gewinnt gegen Sion 2-2. Der Meister gewinnt also gegen den Göpsieger. Mehr Reaktionen zum heutigen Spiel hier zum Hartturm gibt es dann noch heute Abend in der Sendung Sport Aktuell. Sagen Dankeschön für das Zuhören und weiterhin viel Spass mit dem Programm von SF2.